Göringer. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie waren ja Jahrgang 2021 im Abitur, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also, wie war denn damals während Corona Ihr Abitur? Können Sie es ein bisschen näher bringen, bitte? Ja, eigentlich wollten wir ein normales Abi machen, aber dann kam Corona. Was waren denn die größten Herausforderungen für Sie während dieser Zeit? Zum einen gab es die Homeschooling-Konzepte, die gerade im ersten Lockdown nicht wirklich gut funktioniert haben. Internationale Politik sprechen, dann müssen wir natürlich auch über die First Lady sprechen. Und das ist vielleicht jetzt was für unsere Jungs. Wir können ab jetzt gerne über Melania Trump sprechen. Und zwar wäre die nächste Aufgabe für euch jetzt im Homeschooling, dass ihr die Figur und die Outfits von Melania Trump bewertet anhand geeigneter Kriterien. Vorgegebene Kriterien wären zum Beispiel der BMI, Gesichtszüge, und die BH-Kutsche. Das ist die Aufgabe für den Rest der Stunde. Wer fertig ist, bitte meldet sich bei mir und kann hier nach und nach die Argumentation vortragen. Die Bewertung von Joe Bidens Ehefrau möchte ich euch jetzt in dieser Stunde ersparen. Das wird dann wahrscheinlich die Hausaufgaben werden. Scheiße, ich hab verpennt. Ich komme viel zu spät zum Unterricht. Hoffentlich habe ich nichts Wichtiges verpasst. Ja, servus. Ich hatte Internetprobleme, deswegen komme ich jetzt ein bisschen zu spät. Denn mit der Nivea Nachtcreme. Ah, war wohl doch unwichtig. Immer zart und weich. Oh, falsches Fenster. Fuck! Ich auch immer wieder technische Probleme bei den Lehrern. Vor allem das Internet, wie ging's, schlechte Qualität, immer Schmutz. Gut, Achtung, das, was jetzt folgt, ist klausurrelevant. Die Inbar einer reflektierten Hetero wird zwangsläufig zu einer Bestandaufnahme, die in der Innerlichkeit veräußert wird und Entgrenzung der Allgemeingültigkeit eher einem Folgekomplex führt, der letzten Endes konsequent ist. Ich hoffe, Sie haben das auch mitgeschrieben. Wie bitte, können Sie das nochmal wiederholen? Nochmal kann ich das auch nicht, haben wir gerade erst überlegt. Jungs, man will uns doch verarschen. Nein, das ist kein Witz. Ja, willkommen im LK. Ja, so ist es. Man muss auch sagen, dass eigentlich jeder Schüler während dem Unterricht sackfaul war. Keiner hat was gemacht, jeder wollte pennen. Keiner hatte Lust auf diese Online-Konferenzen. Wer hat es denn überhaupt gelesen? Nein, nein, sagen Sie es ruhig. Ich bin überhaupt nicht sauer. Sagen Sie es ruhig. Wer hat's denn versucht? Hallo? Wer es gelesen hat? Nein, ich bin überhaupt nicht sauer. Es ist okay. Nein, das ist... Sie lesen es oder Sie lesen es nicht. Sie entscheiden ja, ob Sie später mal überhaupt was werden in Ihrem Leben. Oder ob Sie scheitern. Und dann ging auch mal das Mikrofon nicht. Er hat was geredet, man hat ihn nicht gehört. Man hat ihn gehört, obwohl er nichts sagen wollte. Immer war irgendwas. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? Alle Daumen hoch, wenn ihr mich hören könnt. Johanna, man hört dich nicht. Hä? Hat man mich die ganze Zeit nicht gehört? Nee, hat man nicht. Oh, muss ich das jetzt nochmal wiederholen? Ich hab gerade die Homeschooling hier. Ich frage Mama, ob du heute Abend zum Essen kommst. Nein, Mama, ich komme heute Abend nicht zum Essen. Ich habe schon Vespa gekauft. Ja. Ja, da weiß ich Bescheid. Dann Homeschool du machst. Ja, ich hab noch Homeschooling. Ich muss mein Mikro wieder anmachen. Tschüss. Ja, okay. Ja, so Leute, oh shit. Mein Mikro gerade an? Ja, Rico, du wolltest was sagen? Also zu Melania Trumps Brüsten jetzt. Die sind natürlich mit einem
Brustumfang von 69 cm, das ist anschaulich, aber wenn man dann Hüftumfang von irgendwie 420 mm betrachtet, sind einstimmig. Das heißt, Melania Trump ist attraktiv. Und im Vergleich ist Rico ist nicht da. Ja, ist nicht da. Kann mal jemand Rico eine WhatsApp schreiben und sagen, er soll zurückkommen ins Meeting? Ja genau, Internetprobleme. Ja, habe ich auch. Ja, also kommt ab und zu mal vor. Okay, dann Jette, möchtest du was dazu sagen? Oh sorry, ich hab meine Hand noch von vorhin oben. Ah, das ist noch, okay, die Meldung ist noch von vorhin. Ja, du musst die Hand runternehmen. Ja, sonst funktioniert es nicht, weil sonst habe ich ja nur Hände und kein Mensch weiß mehr, wer hier was sagen kann. Ja, Theresa? Reform vorstellte für die UNO, einer ist zum Beispiel das Vetorecht abschaffen und da würde ich das Kriterium... Ah, sie war mitten im Satz weg. Ja, ich glaube, sie ist gerade rausgeflogen. Ja. Ah, sie kommt wieder rein. Jetzt warten wir mal. Vielleicht sagt sie noch was. Oh, sorry, ich bin gerade rausgeflogen. Aber ich habe eh vergessen, was ich sagen wollte. Okay, Leute, warte mal kurz. Bei mir hat es gerade geklingelt. Ich glaube, die Handwerker sind gerade da. Ich bin gleich wieder da. Während der Konferenz hat man natürlich auch immer nebenbei Warzone gezockt, Zombies, was gibt's noch? Was gibt's noch? FIFA natürlich, ja, solche Sachen. Digga, das ist doch schon wieder Schmutzi, der Lelek hat diesen scheiß Rashford und macht dich platt, Digga. Das ist nur was für Geringverdiener. Mann! Jetzt denk ich, der Wichser auch noch dran, ich hab keine Ahnung, worum es geht. Und wenn die Konferenzen nicht vorbei waren, musste man natürlich noch andere wichtige Sachen erledigen. Auch zu solchen Tätigkeiten ist die Nutzung von der Nivea Nachtcreme absolut von Vorteil. Aber denken Sie nicht, unsere Schüler in Bindegymnasium wären Schlingel. Schauen Sie einfach weiter. Also, das mit den Konferenzen hat sich ja sehr chaotisch angehört. Wie war das denn sonst so? Ja, es war auf jeden Fall chaotisch. Die Probleme wurden recht schnell gelöst, danke vor allem an Dominik. Als wir aber wieder in der Schule waren, war natürlich die Pandemie nicht vorbei. Hier am Windex sind wir vorbildlich. Hier wird das Abstandsgebot eingehalten. Dafür bin ich zuständig. Ich habe hier den Abstandsstock, der ist 3 Pizzakartons lang. Und hier seht ihr schon die ersten Kandidaten Abstand. Hier gibt es die Guten. Macht die Maske hoch. Hier einmal. Macht die Maske hoch. Zack. Ja, also der letzte Erzähler wurde einfach von Schorsch exekutiert, weil er keine Maske aufgehabt hat. Habt ihr vorhin wahrscheinlich auch gesehen. Der hat sich gegen das Regime aufgelehnt und deswegen muss ich jetzt herhalten. Eben kurze Einleitung für den nächsten Clip. Es war halt echt so, dass die Ordnungsamtschergen knallhart die Maßnahmen durchgesetzt haben. Also wirklich knallhart mit eiserner Faust. Und man war auf dem Schulgelände nicht mehr sicher. Es war wirklich krank. Es ist Syrup for him. Sollte ich etwas hören? Schieß dich gleich, fick die Polizei! 70 Gramm Kokain liegt auf dem Spiegeltisch! Kein Feierspiel! Warte einfach, so ein Scheiß. Ich hab Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, ich auch nicht. Habt ihr Hausaufgaben? Was für Hausaufgaben? Ich glaub, euch geht's so gut. Ja, was ist mit denen los? Hygienemaßnahmen. Alle Masken auf, sofort. Haben Sie keine Maske? Sie werden exekutiert. Nein, komm. Was? Junge, was? Hey, Maske! Maske auf! Sofort! Ja, Junge, zweite Maßnahme, Abstand halten. Abstand, Abstand. Ja, ja, weg, ja. Weg. Gut. Partner, Desinfektion, sofort! Was? Was? Danke sehr! Warum? Was? Nein! Sehr gut gemacht! Stolz auf Sie! Also, ist jetzt an dieser Corona-Zeit alles schlecht gewesen, oder? War das noch was Gutes daran? Ja, also auch wenn jetzt die Situation wirklich behindert dumm war, da haben sich wirklich alle richtig viel Mühe gegeben, das Beste draus zu machen und sich bestmöglichst aufs Abitur vorzubereiten. Daher natürlich vielen Dank an die ganzen Lehrer, vor allem an Jörg, dass sie uns unterstützt haben. Ja, sonst hätten wir natürlich das Abi ohne sie nicht geschafft. Also vielen Dank an alle. Was soll man machen, wenn man fertig ist? Na Spaß, lass uns einfach die Lehrer mal fragen.
nochmal schreiben. Als Abiturient ist es ganz wichtig, dass man das Leben lebt. Ja? Dass man mal ein bisschen rumreist und andere Erfahrungen macht und alles, was jetzt in der Zeit geht, auch trotz Corona, dass man einfach das Leben jetzt mal von der anderen Seite nimmt und auch genießt und lebt. Ich glaube, das größte Abenteuer in der Zeit ist, sich selbst kennenzulernen. Wie ist es konkret? Also lieber probiere ich mich in einer ehrenamtlichen Tätigkeit aus, im Praktikum, als dass ich gechillt bleibe. Denn ich glaube, wer gechillt bleibt, bleibt bei sich, er verändert nichts. Wenn ihr fertig seid, richtet euch weniger danach, was euch vielleicht Leute in meinem Alter sagen. In der echten Anwendung einfach zu gucken, was läuft nicht und das zu machen, was läuft. Richtet euch eher danach, was ihr wirklich gut könnt, auf was ihr Lust habt, wo ihr euch als gut empfindet. Das sind nicht unbedingt die Fächer, in denen ihr sehr gute Noten habt. Das auszusortieren, was man nicht gut kann und genau das halt vielleicht nicht gerade zum Beruf zu erwählen. Und ich denke, da habt ihr in der Schule bestimmt schon die eine oder andere Idee bekommen bei den verschiedenen Fächern, die es gibt, was euch interessieren könnte. Nein, zum Glück hatte ich ja einen überragenden Sportleistungskurs, den ich dann immer auf die Straße schicken konnte zum Laufen. Es war für wenige gut. Für einen großen Teil erträglich, aber für viele gar nicht gut. Nicht unbedingt ein Jahr Australien, einfach weil alle einmal nach Australien gehen. Für manche die Gelegenheit bietet, abzutauchen und zu verschwinden. Zum Glück hatte ich ja einen überragenden Sportleistungskurs. Von daher war unser Sportunterricht in Corona-Zeiten überragend gut. Was man an den überragenden Noten dann auch ablesen konnte. Habe ich euch lang genug gelobt? Ja, oder? Ja. Das muss rausschneiden. Ja, ich war schon wieder mies am Schwitzen mit dem scheiß Rashford. Junge, jeder geht. Mann! Rashford! Jetzt nimmt der Wichser mich noch dran. Was soll ich sagen, Mann? Geht ja gar nicht so viel Luft, dass ich so lang schreien kann. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? Alle Daumen hoch, wenn ihr mich hören könnt. Könnt ihr mich hören? Okay, ich schicke euch jetzt mal einen Link und ihr schaut euch das Video an. Okay, ihr habt 10 Minuten Zeit. Gut, ich bin gleich wieder da.